Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag beim Sommerfest. Ich sage schon mal alles Gute für die Preisträger, die jetzt gleich ausgezeichnet werden. Und dass das nicht nur ein Dankeschön der Landesregierung, sondern ich sag mal der Politik in Hessen insgesamt ist, das darf ich dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich Ihnen meine Grüße, die des Kollegen Weiß aus dem Untertaunus, das sind jetzt hier zwei aus dem Untertaunus, ne? das ist schon mal ordentlich, ne? Dass ich in meine Grüße, die des Kollegen Weiß, mit einbeziehen darf. Alles Gute, einen schönen Nachmittag, vielen Dank, dass Sie mir zuhören. Der nächste Preisträger kommt nicht aus dem Sportkreis Offenbach. Ich bitte Herrn Thorsten Picher zu mir auf die Bühne. Mit der Ehrung für Thorsten Picher schließt sich ein Kreis auch heute in dieser Veranstaltung. Und erlauben Sie es mir, meine Damen und Herren, an der Stelle auch als der für den Bereich Inklusion zuständige Vizepräsident im Präsidium, Herr Staatsminister, Ihnen nochmal an dieser Stelle herzlich Dankeschön zu sagen, dass wir diese Thematik nun auch durch eine hauptberufliche Unterstützung noch intensiver werden betreuen können. Und mit dem zu Ehrenden werde ich gleich deutlich machen, welche Möglichkeiten uns da noch offen sind und wie hier auch Multiplikationen noch stattfinden werden. Für Thorsten Picher gilt das von mir jetzt hier mal abgewandelte Breitensportbekenntnis Sport für alle, wenn ich das Motto für seine Laudatio mit Fußball für alle überschreibe und dahin umwandle. Seit 10 Jahren ist er bei der SV Teutonia Köppern im Hochtaunuskreis tätig. Er begann seine ehrenamtliche Tätigkeit zunächst als Jugendbetreuer, dann folgten die Stationen als Betreuer der 2. und 3. Herrenmannschaft sowie als Mitglied des Spielausschusses des Vorstands. Seit 5 Jahren ist er darüber hinaus im Jugendbereich im Kreisjugendausschuss Hochtaunus aktiv, wo er auch in vielen Funktionen erfolgreich Arbeit leistet. Als Klassenleiter bei der G-Junioren sorgt er für einen geregelten Ablauf der Spielrunde. Als Jugendbildungsbeauftragter und stellvertretender Koordinator sorgt er für die Fort- und Weiterbildung der Jugendtrainer im Hochtaunuskreis. Hohen Bekanntheitsgrad erlangte er aber in ganz Hessen als Initiator der inklusiven Fußballmannschaft Team United, die er seit 3 Jahren betreut. Nachdem anfänglich 5 Menschen mit Einschränkungen das Team bildeten, spielen heute 40 gemeinsam mit Nichtbehinderten bei der SV Teutonia Köppern Fußball. Für diese Aktivitäten hat der Verein bereits mehrfache Auszeichnungen erhalten. Mittlerweile gibt Thorsten Picher seine Erfahrungen an viele hessische Vereine weiter, sodass der Hessische Fußballverband ihn als Beauftragten für Menschen mit Behinderung ernannt hat. Es war und ist für ihn immer ein Ansporn gewesen, die Faszination des Fußballsports auch Menschen mit Behinderung in der Gemeinschaft eines Vereins zu ermöglichen. Und ich füge hinzu, und das ohne Milliarden. Seit einem Jahr bringt er seine Erfahrung auch als Mitglied in der Kommission Integration und Gewaltprävention im Hessischen Fußballverein ein, und vor wenigen Wochen war er hier als Referent im Inklusionskongress des DOSB aktiv. Herzlichen Glückwunsch dem Heinz-Lindner-Preisträger Thorsten Picher.